Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ach so, der Himmel ist blau. Sieht das nicht schön aus? Zurück zu uns, genau. Also viele Leute haben, wie gesagt, gesagt, ja Marco, die Grammatik ist so schwer. Die Grammatik und gerade die Fälle, ja. Die Grammatik, die Fälle, trennbare Verben, also was sind total frustrierend. Oh, ich werde total frustriert von dieser scheiß Grammatik, ja. Und da habe ich mir überlegt, ich mache für euch ein E-Buch. Ein E-Buch, um die deutsche Grammatik zu erlernen. Aber nicht nur irgendein E-Buch, sondern ein humorvolles E-Buch. Ich möchte die deutsche Grammatik, ja, was so langweilig und frustrierend ist, verbinden mit Humor. Ja? Zwei völlig verschiedene Sachen. Humor und deutsche Grammatik. Und diese beiden Dinge möchte ich vereinen in einem E-Buch, oder beziehungsweise ich habe das schon gemacht. Ich habe viele Wochen, wenn nicht gar monatelang, jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden an diesem E-Buch geschrieben, weil ich möchte, dass ihr diese Erfahrung auch machen könnt. Ich möchte, dass ihr auch eine Sprache lernen könnt, ohne gestresst zu sein, ohne diesen Druck zu haben. Ich möchte, dass ihr eine Sprache lernen könnt, wo ihr auch ganz viel Spaß haben könnt dabei. Ja? Und ich möchte euch auch die deutsche Sprache in einem ganz neuen Licht zeigen. Ich möchte, dass ihr über die deutsche Grammatik nachdenkt, wie ihr noch nie über sie gedacht habt. Und deswegen habe ich dieses E-Buch geschrieben und es basiert auf einem Aufsatz von Mark Twain. Viele Leute kennen Mark Twain, ist ein amerikanischer Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, nee, 19. Jahrhundert und sehr bekannt. Es war ein Humorist und Huckleberry Finn hat er zum Beispiel geschrieben. Und seine Schriften sind immer sehr, sehr lustig. Und so auch dieser eine Aufsatz. Und diesen Aufsatz habe ich genommen. Ich habe ihn ins Deutsche übersetzt. Dann habe ich noch ein bisschen was korrigiert, weil nicht alles davon entsprach der Wahrheit. Aber ich habe es übersetzt, korrigiert, erweitert. Ich habe noch meine eigenen Kommentare eingefügt. Ich habe noch inspirierende Denkanstöße gegeben. Und ja, ich will es euch mal ganz kurz zeigen. Ne? Das ist dieses E-Buch. Ja? Die schreckliche deutsche Sprache. Ja? The Awful German Language. Mit dem Untertitel Lasst uns doch über die deutsche Grammatik lachen. Ja? Let's just laugh about German grammar. Ja? Und ja, ich habe angefangen, das zu schreiben hier. Und am Anfang dachte ich mir, ja, das wird ein tolles E-Buch. Ja, die Leute werden Spaß haben. Und je mehr ich geschrieben habe, also wirklich, je mehr ich geschrieben habe, desto mehr dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil, das wird total vielen Leuten helfen. Und hier habe ich auch inspirierende Bilder eingefügt, die euch wirklich helfen, auch Spaß daran zu haben, Spaß am Lernen. Und hier rede ich zum Beispiel gerade über die Astronomie und darüber, wie man eine Perspektive über die deutsche Grammatik, sodass sie Spaß macht, selbst wenn man nicht alles versteht. Und links habe ich immer den deutschen Text geschrieben und rechts den
englischen Text, die englische Übersetzung, sodass du, wenn du den deutschen Text nicht verstehst, kannst du auch hier den englischen Text lesen. Und das hier steht genau dasselbe. Genau dasselbe in zwei Sprachen. Und hier am Rand schreibe ich dir auch immer die wichtigsten Vokabeln hin. Hier zum Beispiel die Neugier, Curiosity, Inquisitiveness und sich mit etwas beschäftigen, to occupy oneself with something. Ja. Und was haben wir noch? Hier, genau, ich habe ganz viele Bilder erstellt, sodass du auch manche Konzepte aus der deutschen Sprache besser verstehen kannst. Hier erkläre ich zum Beispiel, wie das Wort sie gebraucht wird. Ein kleines Wort, nur drei Buchstaben, und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Wort zu gebrauchen. Und ab hier habe ich auch noch so einen kleinen Witz hingeschrieben. Also dieses Buch ist voller Witze, voller Humor. Ich glaube, du wirst öfters, wenn du es liest, laut loslachen. Und hier habe ich zum Beispiel auch Gedichte, deutsche Gedichte, berühmte Gedichte übersetzt, sodass du auch siehst, wie schön die deutsche Sprache auch sein kann. Das ist nicht nur hier Regeln und Fälle und all sowas, sondern es ist auch wirklich, dass es wirklich eine sehr schöne und wohlklingende Sprache ist. Und was wollte ich dir noch zeigen? Genau, die wichtigsten Vokabeln standen ja wie gesagt am Rand. Hier am Rand steht zum Beispiel die Wurzel. Und am Ende gibt es dann noch einmal eine Vokabelliste, wo all die Vokabeln mit Seitenangabe nochmal da stehen. Und wir hatten zum Beispiel geschaut, die Wurzel, dann schaust du einfach nach dem Alphabet, H, K, am Ende V, und jetzt müsste hier die Wurzel stehen, Witz, wörtlich, O, P, Q, R, S, T, U, die Wurzel. Ja? Also jedes Wort, was am Rand steht, ist hier auch nochmal in der Vokabelliste. Und ja, gibt es auch mehrere Tabellen. Hier hat nur eine. Ne? Finde ich jetzt nicht. Aber es gibt auch mehrere Tabellen, um dir die deutsche Grammatik auch nochmal übersichtlicher zu machen. Ja? Und auch ganz viele Witze. Hier ist zum Beispiel ein Witz von Mark Twain. Als Bild dargestellt, damit der Witz nochmal deutlich wird, was Mark Twain damit überhaupt meint oder was der Witz ist. Und ja, also, wie gesagt, ich hatte sehr viel Spaß, das zu schreiben. Ist auch ein sehr, sehr lustiges Buch geworden und natürlich ist das nicht alles mir zu verdanken, sondern auch Mark Twain, weil ich ein Werk von Mark Twain als Grundlage für dieses Buch benutzt hat. Also da hast du wirklich auch den Humor von einem der berühmtesten und einer der witzigsten Humoristen. Und ja, und das macht einfach total viel Spaß. Und ja, und jetzt, ja, also ich will wirklich, dass du die Chance hast, dieses Buch zu lesen, weil ich glaube, dass es dir sehr helfen wird. Und ich meine, stell dir nur vor, ne? Stell dir vor, du bist jetzt überhaupt nicht mehr frustriert von der deutschen Grammatik. Ja? Stell dir vor, du kannst dich zurücklehnen und denkst, ach, ist ja toll, Deutsch zu lernen. Ja? Oder stell dir sogar vor, dass du nicht nur nicht mehr frustriert bist von der deutschen Grammatik, sondern dass du über die deutsche Grammatik lachen
kannst, ja, über die deutsche Grammatik lachen. Und ich denke, es sollte auch immer Spaß machen, wenn man eine Sprache lernt. Und stell dir vor, du wachst am Morgen auf, ja, du schläfst, wachst auf, stehst auf und denkst dir, Mann, ich kann es kaum erwarten, Deutsch zu lernen. Ja? Stell dir vor, Deutsch lernen, die Zeit, die du damit verbringst, Deutsch zu lernen, ist die beste Zeit in deinem ganzen Tag. Das ist eine Zeit, wo du dich total darauf freust. Ja? Und kann ich kaum erwarten, sozusagen, dass du auch diese Erfahrung machst. Und das Tolle ist, dass ich mit dieser Methode des Sprachenlernens schon über 100 Schülern helfen konnte. Über 100 zufriedene Schüler habe ich und ich bekomme auch regelmäßig, schreiben mir Leute, Mensch, Marco, vielen Dank, ja, vielen Dank, dass du mir geholfen hast und das ist echt toll. Und deswegen denke ich auch, dass dir das auch total gefallen wird. Das war's und bis später.